Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I'm Setzna. Wir müssen Setznas Leben retten und folgen auf Kirs Anweisungen diesen verschlungenen Faden hier. Ich denke mal, wir müssen da oben hin, aber ich guck mal kurz noch hier lang. Oh, okay, Berge oder Wald? Ich gehe erstmal zum Wald. Kir wird uns schon sagen, was richtig ist, denke ich mal. Oh, das ist ja schön. Guck mal da oben, die Lichter. Hitberry. Okay, gehen wir doch mal rein. Scheint richtig zu sein. Oh, Setzner humpelt da rum. Niemand hier. Ja, sicher. Das ist eine ruhige Stadt, oder nicht? Ein ruhiges Dorf. Nein, es ist zu ruhig. Was meinst du? Bitte sag mir nicht, dass die Monster... Monster? Sind wir hier in der Stadt? Unser... Ich sag jetzt mal Dorf. Unser Dorf war unter konstanter Attacke bei Monstern für lange Zeit. Lange Zeit? Habt ihr da nie zurückgeschlagen? Nein, niemals. Dieses Dorf schlägt nicht zurück. Hey, hey, hey! Das macht Spaß, ins Mikrofon zu schreien. Was? Big Bow? Wer sind die drei denn? Das erinnert mich gerade ein bisschen, als wäre ich jetzt in Zelda oder so. Daran erinnert mich das jetzt, als wären wir im Kokiri-Wald oder so. Bruder Kir! Ach, sind die niedlich. Kir! Oh, die kleinen Teufelsschwänzchen da hinten dran. Auch putzig. Oh, ihr drei seid's. Ihr seid sicher. Oh, was für ein Glück. Die Monster waren jeden Tag hier, Kir. Hier, Kir. Naja, super. Sie wollen einfach nicht weggehen. So, deswegen haben wir uns versteckt. Und, naja, das nächste, was wir wissen, war, dass wir in einen Schlaf gefallen sind. In einen Schlaf? Ein... Was? Fast asleep? Ich verstehe. Okay, ich bin einfach froh, dass ihr in Sicherheit seid. Du bist zurückgekommen, Kir. Huch. Wie ist denn das? Lange nicht gesehen, Haidor. Der sieht ein bisschen größer aus als die anderen. Ist das der Papa? Ich bin Haidor. Ah, okay. Der Chef des Dorfes. I take it your turn does not mean that you have changed your mind. Ich nehme nicht an, dass deine Rückkehr bedeutet, dass du deine Meinung geändert hast. Nehme ich richtig an? Wir müssen darüber später reden, okay? Jetzt brauchen wir erstmal deine Hilfe. Diese junge Lady, ich verstehe. Der Effekt von Split Night. Oh, it is causing temporary functional inhibition. Nicht so gut. Und was bedeutet das jetzt in unserer Sprache? Das bedeutet, dass die magische Energie... She was exposed to is now eating away at her flesh. Was? Okay, also die magische Energie frisst sie von innen heraus anscheinend auf. The harmful effects of the Split Night have infected her body. Okay, also die Effekte der Split Nights haben ihren Körper infiziert. Und es muss jetzt neutralisiert werden. Klingt nicht so gut. Is there not after effects may remain? Okay, sonst gibt es nachhaltige Effekte. Setsuna shielded me from the Split Night's explosion. Setsuna hat mich vor der Explosion abgeschirmt. Die auf dem Luftschiff. Bitte, Haidor. Kannst du sie bitte heilen? Ich kann nicht. Was? Nein. I retain the little magical energy that I do in order to help our fellow villagers. Also er braucht das bisschen magische Energie noch für die eigenen Bewohner. It cannot be used on those from outside the village. Er kann sie nicht für, ja, Ausländer sozusagen benutzen. Also für Leute außerhalb.
Du verarscht mich doch. Nothing's changed. Nichts hat sich geändert. Also ich glaube, das Problem von Kier war, dass die Leute hier anscheinend nur an sich denken, sozusagen. Erstmal ja nicht so verkehrt, wenn man sein eigenes Dorf schützen will, gerade mit den ganzen Monstern hier. Aber ganz ehrlich, sie hat Kier das Leben gerettet, einen von ihnen, und sie wollen nicht helfen. Okay, okay. Ich weiß, was ich tun muss. I don't care how much magical energy I have. Mir ist egal, wie viel magische Energie ich habe. Ich benutze es, wie ich will. Es ist meine Wahl. Also kannst du nichts dagegen tun. Wird Kür sie jetzt teilen? Kann er das? Mach, was du wünschst. Ja, verdammt. Ich bin okay. Bitte. Ja, sie sieht sehr okay aus. Ich möchte... I don't want you to argue. Also Setzna ist wie immer. Sie möchte einfach niemanden zur Last fallen, glaube ich. Obwohl eigentlich ja alles von ihr abhängt. Mach dir keine Sorgen. Ich tue irgendwas. Ist da ein Weg? Ja, bitte macht euch keine Sorgen. Was? We will use the Spirit Knight Veins. Okay, das geht. Spirit Knight Veins? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist richtig. They flow to the earth around here. Also sie fließen in der Erde überall. Okay, das klingt ein bisschen... Ja, na gut, ist ja ein Spiel von Square Enix. Okay, als Publisher. Aber das kommt mir doch sehr bekannt vor. Sozusagen der Lebensstrom, den man ja auch aus anderen Spielen kennt. Also aus Final Fantasy eben. Spirit Knight Veins are like currents of magical energy that run under the earth's surface. Okay, also unter der Erdoberfläche bewegt sich auch diese magische Energie. Wir können ihre Power nutzen, um Setzner zu heilen. Aber zuerst müssen wir... We need to find one that's strong enough. Müssen wir jemanden finden, der stark genug ist. Aber wir werden dir helfen. Was müssen wir tun? Spirit Knight Veins react to people's magical energy and give off light. Okay. What we need to do is find the place in the village where the light is the strongest. Okay, wir müssen den Platz suchen, wo das Licht am stärksten ist. So somewhere that gives off a strong light. Alright, got it. Come on, Andy. We need to hurry. Wir müssen uns jetzt langsam mal beeilen. Ich glaube, das ist auch nicht untertrieben. Big Bow, Big Bow. Hahaha. Ja, sind wir ein bisschen zu happy für den im Moment hier. Können wir da reingehen? Tatsächlich. Oh, Moment, bevor wir mit dem reden. Ja, verdammt, wieder so eine Zuhörtour. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll mit den Truhen. Keine Ahnung. Falls es jemand weiß, bitte mal Bescheid sagen, weil ich wüsste jetzt doch langsam mal gerne, wie man diese Truhen öffnet. Das stört mich ein bisschen. Wir rennen an den einen vorbei. I'm sorry, but I cannot help you. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Ja, ich muss den Gesetzen des Dorfes folgen. Ja. Dann lasst sie doch einfach sterben, einfach nur damit ihr eure Gesetze oder eure Verpflichtungen einhaltet. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen im Dorf um. Oh, was ist hier los? Ich bin wirklich stolz auf Kier. Actually, I thought I'd leave the village together with him. Ich dachte, ich würde die Stadt mit ihm zusammen verlassen. I'd like to. But my body won't let me. Aber mein Körper lässt mich nicht. Oh Gott. I'll be better in no time. So, when I am... I hope we can go on a journey together. Oh, die Kleine. Was mit dir? Also, kannst du Magie nutzen? Oh, ich wünschte, ich könnte auch. If only I knew a spell that could carry anything. Wenn ich nur einen Zauber kennen würde, der alles heilen kann, würde ich meinen Bruder heilen. I could make my brother better again. Better? Hm. Oh Mann. Ist das ihr Bruder, der da lag? Oh, was haben wir denn da? Zwar nicht ganz der richtige Moment, aber komm. Äther. Oh, nicht schlecht. 8 Stück sofort. So, kommen wir hier irgendwo rein? Ich glaube... Warte mal, hier irgendwie? Nee, anscheinend nicht. Was mit dir?
He barely have any magical energy at all, but because of that we are able to live longer. Okay, also die leben länger durch die Magie. Aber was ich mich frage, wir haben ja diesen Geist gesehen, oder zumindest sah es aus wie ein Geist. Der war doch schon tot, oder nicht? Also, sterben tun sie wohl auf jeden Fall, aber ich frage mich, was das dann war, wie die, was dann aus denen wird. So, what sort of forest do you guys live in? In was für einem Wald wohnt ihr so? What do you mean, you don't live in a forest? Was meinst du damit, du lebst nicht in einem Wald? I thought everyone lived in forests. Ja, genau, jeder Mensch lebt in einem Wald. Das ist hier wirklich, das ist hier Kokiri-Wald. 2. Was ist hier los? Wie kommen die hierher? Sag mal, wir sind durch Pfade hierher gekommen, die man gar nicht sehen kann. Wie kommen die ganzen Leute hierher? Und schon wieder der Magier-Typ. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber es ist doch etwas seltsam. Ja, bei den Talismanen habe ich immer, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Lassen wir mal. Wir haben sowieso kein Geld. Wir müssen mal, können wir hier bei dem mal wieder irgendwas verkaufen? Sollten wir mal gucken. Na, ein bisschen was. Adam, bist du gleich? Danke. Ach, scheiße, ich guck nicht. Ah, nein. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich dachte, wir sind bei dem Split-Night-Fenster. Material-Fenster. Oh Gott, was haben wir jetzt verkauft? Wir haben noch ein Zelt. Wir haben Athenian-Water. Okay, immerhin das. Antidote. Smelling Salts. Ich habe keine Ahnung, was wir verkauft haben, aber ich weiß, es ist ganz furchtbar. Oh Gott. Ich glaube, wir haben einfach nur Healing Potions wahrscheinlich verkauft. MP Potions haben wir hier noch. Ich glaube tatsächlich, wir haben Healing Potions verkauft. Ah, verdammt. Müssen wir uns leider wiederholen. Nee, warte mal. Hier unten ist eine Potion. Muss ich mir mal im Video nachher angucken, was ich da aus Versehen verkauft habe. Oh Gott. Ich habe mich schon gewundert, warum ich selber einstellen muss. Ja, Mann. Manchmal, ich sollte manchmal auch echt hingucken. Ich darf bei sowas Wichtigem echt nicht rechts aufs Handy gucken, wie die Uhrzeit steht. Ja, das mache ich nicht nochmal. Also die lasse ich erstmal. Können wir uns irgendeinen schönen Split Knight jetzt holen, den wir noch nicht haben? Schock dürften wir haben, oder? Cure Lightning. Haben wir, glaube ich, Enfander? Hatten wir den? Bin mir gerade gar nicht sicher. Protect Demi. Nö. Dream Shatterer. Oh, das klingt gut. Enables use of Dream Shatterer. Causes physical damage to all enemies near the target. Oh, den finde ich gut. Den nehmen wir. Moment. So. Aerial Strike dürften wir haben. Was ist das? Incandescent. Hatten wir den schon mal? Interferes with the flow of time, filling the ATB go when critical hits are... Ich glaube, den haben wir schon, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wigan Life. Activates when attacks are used in momentum mode, they will instead cause special damage. Heißt das, wir können den zweimal kaufen, oder wir haben den schon zweimal? Na komm, ganz ehrlich, nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Ein Koch? Redest du mit uns? Ja. Immer noch nichts. Das. Naja. Ich rede mit den Köchen am besten einfach gar nicht mehr. Das bringt ja nichts. Mit Potion. Ohne mit Potion wäre schön. Aber wir haben nicht so viel Geld. Aber wir sollten schon mindestens da ein bisschen was mitnehmen. Komme ich nicht mal so mit. Wir haben halt nichts mehr. Ich weiß ja nicht, wann wir das nächste Mal da irgendwas finden in der Richtung. Was ist das denn? Oh. Oh, das ist gut. Also jeder Statuseffekt. Oh. Ich nehme mal eins mit. Einfach nur zur Sicherheit. Können wir uns noch eine Waffe leisten? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Wir sollten mehr gegen Viecher kämpfen, wenn wir Viecher sehen. Oh, die sind alle so gut. Ui. Wow. Sind die für verschiedene? Warte mal, wir haben hier das auf 50, 38. Boah. Ja, damit. Ich weiß, wir können uns nichts mehr leisten, aber das ist einfach so ein krasser Unterschied. Das musste ich jetzt holen. Das muss ich dem Niedri jetzt mal spendieren. Ich würde die Sachen auch gerne mal verkaufen, aber wir werden die einfach nicht los. Die Händler nehmen die halt alle irgendwie nicht. Ein bisschen doof. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Ach, vielleicht sollten wir auch die Split Knights noch verteilen. Moment.
Ich habe leider nicht drauf geachtet, wer hier was davon... Ah, okay. Wiggle-Life haben wir drin. Hm, haben wir das andere? Dream Shatterer ist hier, okay. Bei Slow. Oh. Oder hier, können wir auch. Charge. Ah, das finde ich aber auch gut. Hm. Ich finde die alle gut. Ah, was nehmen wir denn da? Hier ging es nicht, ne? Nein. Hier auch nicht? Nein. Kann das vielleicht doch noch jemand anderes übernehmen? Leider nicht. Hier? Nee. Na komm, wir benutzen das mal und schauen uns das mal an und machen dafür Charge kurz mal weg. Irgendwas müssen wir ja wegmachen. Warte mal, hat sie gerade geleuchtet? Nee, okay, das war wahrscheinlich eine Schneeflocke. Huch, was? You can sense magical energy running under the earth here. But it's weak and unstable. Also wir fühlen da Magie, aber es ist nicht so doll. This village is constantly under attack by monsters. We tell ourselves we'll be safe if we just hide away, but deep down we know we might not be. Each time I wonder if this will be the time they come for us. Ja, also eigentlich wollen sich die Leute hier, glaube ich, schon wehren. Ich muss mal kurz was machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns gleich direkt, wenn wir hier irgendwo hingehen, ein großes Monster erwartet. Deswegen will ich mal ganz kurz hier speichern, bevor ich das alles nochmal machen muss. Ich speichere mal hier gleich hier oben. So. Ich mache das ungern so im Let's Play speichern, wo es jeder sieht, aber es ist jetzt halt so viel. Wenn ich das alles nochmal machen müsste, wäre ich blöd. Auch ja für euch. Und Cuts sehen auch immer unschön aus. Ich glaube nicht, dass einer von denen hier funktionieren wird. Wir können hier ja mal kurz ablaufen, aber die sehen alle gleich aus. Ich glaube, wir werden da hochgehen müssen. Dann mal was denn hier. Oh, der ist doch sehr hell. Guck mal. You can sense strong and stable magical energy running under the earth here. Okay, hier gibt es starke, stabile Magie. Na dann. Ja, perfekt. Das ist der. Ich weiß, es ist es. Das ist es. Beeindruckend, Endir. Hier ist definitiv eine starke Spirit-Knight-Vene unter dem Boden. Ich kann es fühlen. Na, mal schauen. No. Okay. Jetzt kann ich die... Was? Incantation? Incantation? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Jedenfalls kann er das jetzt machen. Seine Prozedur. Hm. Halt noch eine Minute aus. Bitte, sag mir nicht, dass es nicht klappt. Ich glaube, er hat keine Ahnung, was er da macht. Nein, nein. Es ist alles gut. Keine Sorge. Hm. Na komm. Hm. Komm schon. Oh Gott. Oh, der Arme tut mir auch leid. Das muss voll wehtun, die Arme die ganze Zeit so hoch zu halten. Hm. Ich glaube, wir brauchen doch die Hilfe von dem großen Typen, von dem Boss. Hm. Also... Wie viel länger wird das Ganze hier noch dauern? Hallo? Es ist nicht zu machen. Was? Es geht nicht. Es ist... Es reicht nicht aus. Meine Energie ist nicht genug. Kehr. Ja, wie pathetisch. If only I had my true power. Wenn ich nur meine wahre Power hätte. Deine wahre Power? Also Macht. Big Bow. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Wie soll man BWO aussprechen? Also ganz ehrlich. Ja. Bruder Kehr. Kehr. Wir brauchen Hilfe. Ah, ich wusste es doch. Lass mich raten, ein großes Monster greift dieses Dorf an. Das haben wir erst zweimal erlebt. Nein. Nein, nein, nein. No way. You guys are only Liddy. You'd get all tired out. A
Ach so, die wollen uns helfen. Oh Gott, ich habe es gerade echt. Ich habe schon so damit gerechnet, dass gerade Monster angreifen, dass ich tatsächlich das gelesen habe, was ich gerade einmal lesen wollte. Okay, also die wollen uns helfen. Wir haben keine Angst. Nein heißt nein. La la la, kann dich nicht hören. Ach, sind die niedlich. La la la, kann dich nicht hören. Ba ba ba, kann die wo? Okay. Na gut. Macht, was ihr wollt. Aber bitte, blamiert mich nicht, wenn es Ärger gibt. We don't care. Ist uns egal. Na gut. Ach, niedlich. Aber ob das ausreichen würde, ist die Frage. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht funktionieren? Aber Setzna. Ich meine nur, sie werden nicht genug Power haben. Kannst du ihr nicht helfen, Eterna? Ja, wäre das nicht eine Möglichkeit? Ich glaube nicht. Ich verstehe diese Dorfmagie nicht. Was sollen wir jetzt machen? Wait and see how they do? Ask someone knowledgeable. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie es nicht schaffen und würde eigentlich gerne noch Leute fragen. Wir sollten Haidor fragen, den Boss des Dorfes. Okay. We need to strike while the iron's hot. Also wir sollten das Eisen schmieden, wenn es heiß ist. Let's go see him immediately. Come on, come on. Was ist los mit dir? You never usually get this frantic. You look like you're ready to sprint over the Haidor's place as fast as you can. Also Andy ist ihr gerade ein bisschen zu motiviert anscheinend. Okay, können wir die alleine lassen? Ich helfe, Big Bo. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, leider sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Folge. Deswegen werde ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal verabschieden. Und dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge hoffentlich Haidor überreden können zu helfen. Ich hoffe es fürs jetzt noch. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.